Und hallo YouTube, willkommen zu Let's Play Dark Souls 3. Zu einer neuen Folge Dark Souls 3 müsste man sagen. Wir sind wieder zurück in der Welt von Dark Souls, denn es gibt noch zwei DLCs zu spielen. Und ja, Enderal, das hier wird hochgeladen, wenn Enderal vorbei ist. Das heißt, Enderal ist jetzt schon vorbei und als kleine Überbrückung oder als abschließendes Projekt, bis das nächste Projekt dann anfängt. Beziehungsweise als Abschluss für Dark Souls 3, da ich ja dieses Spiel sehr, sehr gerne mag, wollte ich mit euch noch die DLCs spielen. Dazu muss ich allerdings ein neues Spiel anfangen, also einen neuen Run anfangen. Ich habe das Spiel inzwischen viermal durchgespielt. Das heißt, ich kenne alle Endings schon, aber ich wollte euch ein spezielles Ending zeigen. Und da ich eh einen neuen Run anfangen muss, also das Spiel eh nochmal hier beenden muss, bevor ich die DLC spielen kann, wollte ich euch das Ende zeigen. Zur Information zu diesem Let's Play: Dark Souls 3 bisher, also die bisherigen Folgen bis zum Ende des Hauptspiels, habe ich komplett blind gespielt. Ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Ich habe alles praktisch mit euch zum ersten Mal gesehen. Die DLCs habe ich jetzt aber schon gespielt. Also die DLCs kamen raus, während Enderal lief, und ich hatte wegen Enderal plus den Lore-Videos keine Zeit für Dark Souls als Projekt. Daher habe ich Dark Souls nicht Let's Play, die DLCs erstmal nicht Let's Play, wollte sie aber privat spielen. Ich wollte die Dinger unbedingt spielen und habe die DLCs jetzt schon durchgespielt. Das heißt, es ist nicht mehr blind, was ein bisschen schade ist, aber so ist es halt. Das hier ist aber nichtsdestotrotz immer noch unser Charakter. Natürlich ein bisschen höher gelevelt als vorher. Wir können da mal gucken. Also, das sind jetzt unsere Stats hier. Also, wir sind ein bisschen besser. Als Ausrüstung habe ich hier das Faustschild, Schild des Schwarzen Ritters, unser Astora-Großschwert und den Irithyll-Rapier. Den werde ich aber jetzt kurz mal ändern auf meine neue Standardwaffe. Oder meine neue schnelle Waffe. Und das ist das Ringritterschwert. Das ist eins der DLC-Waffen. Das heißt, die werdet ihr auch noch in Action bei Gegnern sehen. Und ja, das ist jetzt nicht mehr blind. Was ein bisschen schade ist, aber es ging vom Zeitlichen nicht anders auf. Und das hier wird auch eine ganze Weile, bevor es hochgeladen wird, aufgenommen. Das heißt, ich nehme das jetzt hier auf und ihr werdet es wahrscheinlich erst so in einer Woche oder vielleicht sogar erst 2 Wochen sehen. Das hat alles mit Zeitplanung und so zu tun. Weil das hier erst nach dem Ende von Enderal oder ja, so ungefähr, also wenn die letzte Folge Enderal draußen ist, will ich das hier hochladen. Und so als Überbrückung bis zum nächsten Let's Play-Projekt. Und da ich eben, wie gesagt, für die DLCs, um die zu spielen, weil ich sie halt in dem Run hier schon gespielt habe, muss ich einen neuen Playthrough anfangen. Und ich wollte euch unbedingt ein bestimmtes Ende zeigen, weil das meiner Meinung nach das richtige Ending von Dark Souls. Das ist das Ende, das die Dark Souls-Reihe meiner Meinung nach haben sollte. Das ist natürlich persönliche Interpretation, aber ich finde, das ist das Ende, das wirklich passt. Und zwar ist es das dunkle Ende, also das Ende, wo man die erste Flamme erlöschen lässt. Und dazu muss man sich als allererstes ein bestimmtes Item holen. Ich kläre das mal ein bisschen hier auch noch durch. Und zwar, wo ist es denn? Müsste eigentlich hier sein, oder war das unter Schlüssel? Genau hier. Die Augen der Feuerhüterin. Die findet man hier im Feuerbannschrein in der Vergangenheit. Also wenn man hier im Feuerbannschrein ist, gibt es nämlich, es gibt insgesamt 3 Versionen davon. Es gibt hier den flammenlosen Schrein. Und es gibt, wo ist es denn? Es müsste eigentlich hier vorne sein. Osiris. Nach Osiris kommt ja der Gundyr. Genau, Meister Gundyr. Und wenn man nach Meister Gundyr weitergeht, kommt man ja in einer alten Version oder in einer schwarzen Version des Schreins an. Und da findet man natürlich hinter einer unsichtbaren Wand, die Augen einer Feuerhüterin. Und diese Augen kann man unserer Feuerhüterin hier geben. For the Ashen Prisoners, for all those held to preserve the fire. Link the first flame. Ja, die sagten sie ja natürlich, dass wir das erste Feuer entzünden sollen, halt wieder, damit es weitergeht mit dem Zyklus. Aber wir wollen den Zyklus brechen. Und wie gesagt, dieses Brechen des Zykluses ist meiner Meinung nach das tatsächliche Ende von Dark Souls. Und dazu müssen wir als erstes der Feuerhüterin ihre Augen geben oder die Augen einer Feuerhüterin an sie weitergeben. Ashen One, are these eyes? How gracious of thee, Ashen One. The very things we Firekeepers have been missing. Ja, das sagt, finde ich, sehr viel über das Spiel aus und so. Also die Feuerhüterin, die halt maßgebliche Instrumente sind,
um diesen Zyklus des Feuers am Leben zu halten, die sind blind, die können nicht sehen. Und ich finde, das ist eine, also meiner Meinung nach ist das eine Metapher dafür, dass die Feuerhüterinnen nicht sehen, was sie machen. Dass sie halt die Welt in einem falschen Zustand, in einem ewig leidenden Zustand erhalten. Also die erhalten die Welt in einem Zustand, der unnatürlich ist und in dem die Welt kontinuierlich am Leiden ist. Und sie sehen das nicht, aber wenn man ihnen Augen gibt, dann sehen sie das halt. Und dieses Geben der Augen ermöglicht uns jetzt das Ende, das ich euch zeigen will. Ich glaube, vorher müssen wir aber noch mit ihr sprechen. Genau. But firekeepers are not meant to have eyes. It is forbidden. These will reveal through a sliver of light frightful images of betrayal. A world without fire. Ashen One, is this truly thy wish? Und ja, eine Welt ohne Flammen ist unser Wunsch. Of course. I serve thee and will do as thou bidst. This will be our private affair. No one else may know of this. Stay thy path. Find lords to link the fire, and I will blindly tend to the flame until the day of thy grand betrayal. Und dieser große Verrat. Dieser große Verrat ist eben das Erlöschen des Feuers. Und ich habe den letzten Boss. Ist er denn? Genau. Hier im Schrein schon besiegt. Also das ist schon alles erledigt und ich will euch nur das Ende zeigen. Und ja, jetzt habt ihr gesehen, wie man da hinkommt. Man braucht die Augen, gibt sie ihr, redet mit ihr. Und das schaltet das Ende frei, das ich ja im Let's Play eigentlich wollte, dass man das Feuer nicht entzündet. Wenn man ihr die Augen eigentlich nicht gibt, ist das nicht möglich. Es gibt insgesamt noch ein drittes Ende. Es gibt insgesamt drei Endings für Dark Souls. Das hier ist das zweite. Das erste Ending ist einfach, man entzündet die Flamme und setzt den Zyklus fort. Hier ein kleiner Freudensprung. Das zweite Ende ist, das wir jetzt gerade machen, das meiner Meinung nach das passende Ende oder das richtige Ende ist. Und das dritte Ende ist, wo man die Flamme erobert, also die Herrschaft über eine neue Welt aufbaut. Das ist hier relativ kompliziert zu erreichen. Also für dieses Ende muss man eigentlich nur diese Augen finden. Für das dritte Ende muss man, glaube ich, 8 oder 9 Schritte korrekt machen zum richtigen Zeitpunkt, damit man das bekommt. Aber wir wollen jetzt nur das Ende hier sehen. Und hier können wir jetzt jemanden beschwören, und zwar die Feuerhüterin. The first flame quickly fades. Darkness will shortly settle. But one day, tiny flames will dance across the darkness. Like embers linked by Lord's Pass. Ashen One,
Hearest thou my voice still? Und ja, das ist die das Ende des Feuers. Jetzt kommt hier der Abspann, den werden wir überspringen. Die vierte Reise im aktuellen Zustand beginnen. Nein, wir wollen zum Feuerbad. Also ich will nochmal zum Schein zurück, um über das Ende zu reden. Das wird nämlich der komplette Inhalt dieser Folge sein. In der nächsten Folge geht es dann eben mit den DLCs los. Und ich finde, das ist halt das passende Ende für die Reihe, denn in Dark Souls 1 hat man halt zum ersten Mal die Flamme wieder entzündet. In Dark Souls 2 hat man die Flamme auch wieder entzündet. In Dark Souls 3 hat man endlich die Möglichkeit, die Flamme wirklich auszumachen. Und zwar endgültig. Denn bisher war es in den Dark Souls Spielen so, in 1 und 2 konnte man immer vom Feuer weggehen. Also man konnte sich immer entscheiden, ich entzünde die erste Flamme nicht. Das hat aber bedeutet, dass nach einem einfach der nächste Held kommt und das für dich erledigt. Also die Bedeutung war bisher, wenn ich mich entscheide, das Feuer nicht zu entzünden, dann kommt der nächste Held und tut's für mich. Ich bin dann nur der letzte Boss. Also ich bin dann nur ein Boss oder ich bin gar nicht mehr da, aber es wird jemand anders machen. Hier allerdings entzünden wir das Feuer nicht nur nicht, sondern wir zerstören es. Die Feuerhüterin nutzt die Augen halt, um das Feuer wirklich zu erlöschen. Also das Feuer ist aus. Das Age of Fire, das prägend war, in dem ja alle Dark Souls-Spiele stattfanden, ist zu Ende. Es ist aus und vorbei, es ist weg. Aber, und das ist nämlich ganz wichtig, am Ende, der letzte Satz der Feuerkeeperin war ja, hört ihr meine Stimme noch? Und das Age of Darkness wird ja immer so dargestellt, als dann ist die Welt vorbei, da endet alles. Aber selbst als das Feuer weg war, als es dunkel war, hat die Feuerhüterin noch was gesagt. Das heißt, die Welt hat nicht einfach aufgehört zu existieren, es hat nur ein neues Zeitalter begonnen. Das ist meine Interpretation des Ganzen zumindest. Es gibt ja bei diesem Spiel sehr viele Interpretationsmöglichkeiten, weil das so obskur dargestellt ist und nicht wirklich irgendwas konkret gesagt wird. Es wird ja nie was konkret gesagt. Aber das ist meine Interpretation, dass das Age of Darkness gar nicht das Ende der Welt ist, sondern nur eben ein neues Zeitalter beginnt. Und das wird auch noch später wichtig werden für die DLCs, vor allem für das zweite DLC, weil das auf dieses Ende aufbaut. Und ja, ich wollte euch das Ende gezeigt haben. Meine Interpretation ist, wie gesagt, wir haben das Feuer jetzt endgültig zerstört und das Age of Fire, das Zeitalter der Götter, ist vorbei. Das ist jetzt vorbei und wirklich weg. Und nicht nur wie in Dark Souls, ja, der ist aber auch munter drauf, der Geist. Und nicht wie in Dark Souls 1 oder 2, dass es von jemand Neuem, von jemand anders entzündet wird. Nein, jetzt ist es aus. Und ja, ich freue mich auf ich freue mich drauf, mit euch die DLCs zu spielen. Ich hoffe, ihr freut euch auch drauf. Ja, das hier wird hochgeladen, sobald Enderal dann vorbei ist, als Brückenprojekt bis zum nächsten Spiel. Denn für das nächste Display-Projekt wollte ich euch als Zuschauer ein bisschen mehr mitreden lassen. Das heißt, ich werde ein extra Video machen, wo ich im Endeffekt euch die Frage stelle, was für ein Spiel ihr sehen wollt. Ich werde ein paar Spiele zur Auswahl stellen, was ihr von mir auf dem Kanal sehen wollt. Und werde auch so einiges über die Zukunft dieses Kanals sagen. Das aber erst, wenn es soweit ist. Das hier wird so mit dem Ende von Enderal hochgeladen, weil ich mit euch unbedingt die DLCs noch spielen wollte, weil ich dieses Spiel, ich liebe Dark Souls 3, ich kann es auch jedem empfehlen, spielt dieses Spiel, es ist so unglaublich gut gemacht. Und ja, ich sag tschüss YouTube, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Dark Souls 3, wenn wir die DLCs spielen. Bis dann, tschüss.